Rock- und Metal-Gemeinde und liebe Dschungelcamp-Fans, hier zu meiner ultraschlechten Dschungel-Retrospektive. Ich bin kein Star, ich bin zu Hause. Ja, Dschungelcamp, und auch heute haben die Zuschauer wieder, wie ich finde, gerecht entschieden. Verena verkehrt und Claudia Effe lästerten in feinster Manier über das andere Grüppchen. Das andere Grüppchen auch so ein bisschen, aber die Münchner Zickeria war ganz weit vorne. Das rächte sich dann auch entsprechend später für die neue kommende Dschungelprüfung. Aber später dazu mehr. Der nächste schöne Punkt war wieder mal ein Regelverstoß, weil Jana Urknall und No Boobies Tessa am Lagerfeuer. Für Tessa war das wieder mal alles zu viel in der Nachtwache. Die hat dann einfach geschlafen und hat Jana da alleine hocken lassen. Tja, ob das so die hellste Idee war, der nächste Regelverstoß, müssen wir uns mal angucken. Jetzt aber Prüfung. Jana zur Prüfung. Erstmal mega großes Rumgeheule. Vegane Tränchen flossen und. Und gleich kommen wir dann jetzt auch die Verlogenheit einer Veganerin. Warum hat die eine Feder im Haar? Zusammengefasst solide 6 Sterne und hinterher gingen dann wirklich wieder ihre erleuchtete Klatsche los. Dann kommen wir nochmal zu einer Enttäuschung im Camp. Habe ich gestern schon drüber gesprochen. Costas Sohn, der Lukas, hat heute mal so ein bisschen was erzählt von dem Abschied von seinem Vater. Ja, aber das reicht, glaube ich, jetzt, nachdem wir fast eine Woche rum haben, nicht, wie ich finde, irgendwie für den Dschungelkönig aus. Gerade auch bei der gestrigen Enttäuschung, die er geliefert hat, habe ich ja im Video angesprochen. Wer aber immer besser wird, und dieses Jahr gibt es keine Camp Mutti, dieses Jahr gibt es einen Camp Papsi. Papsi rockt wirklich das Camp. Der kümmert sich, der macht, der tut und er kann wahrscheinlich gut kochen. Würde ich mich auch mal wahrscheinlich zum Essen einladen lassen. Essen kann ich. Tessa zickte natürlich wieder rum wegen Essen, nicht genug da, bla bla bla. Ansonsten gab es dann halt die Klatsche dann halt bei der Dschungelprüfungsverkündung für die nächste Prüfung. No Boobie Tessa darf zusammen mit Verena verkehrt und mit Claudia Effe in die nächste Prüfung. Wieder einmal haben die Zuschauer gerecht entschieden. Ansonsten, stay heavy in the jungle. Bis morgen, euer MK.